Haruo hatte sich für ihre Trauung etwas Besonderes ausgedacht. Sie wollte um Mitternacht heiraten im Schein von Fackeln. Aber ihren Vater konnte sie für diese Idee nicht gewinnen. So gab es eine Hochzeit, zu der 43 Personen kamen, bei der man 16 Stunden zu Tisch saß und die noch einige Tage weiter gefeiert wurde. Die Gäste erschienen schon zu früher Stunde in Cabriolets oder einspännigen Fuhrwerken, in Landauern oder zweirädrigen Wägen ohne Dach. Alle Verwandten waren eingeladen, man hatte sich zuvor mit jenen versöhnt, mit denen man zerstritten war, und hatte an alle geschrieben, die man seit langem aus den Augen verloren hatte. Alle waren fröhlich, doch Charles beeindruckte die Hochzeitsgesellschaft nur mäßig. Recht unbeholfen reagierte er auf die Späße und Kalauer, auf die zweideutigen Anspielungen, Komplimente und derben Witze, mit denen man meinte, ihn schon gleich nach der Suppe hänseln zu müssen. Tags darauf jedoch schien er wie ausgewechselt. Man hätte ihn für die Jungfrau des Vorabends halten können, während die Frischvermählte sich nichts anmerken ließ, woraus man irgendwelche Schlüsse hätte ziehen können. Auch die Schlauesten wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten und betrachteten die junge Ehefrau, sobald sie in ihre Nähe kam, mit allergrößter Neugierde. Charles hingegen verbarg nichts. Er nannte sie »meine Frau«, duzte sie, erkundigte sich bei jedem nach ihr, suchte sie aller Orten und zuweilen zog er sie abseits in einen der Höfe, wo man ihn dann von Weitem sah, seine Hand um ihre Taille gelegt und im Weitergehen sich zu ihr neigend, wobei er ihr Schultertuch zerknitterte. 2 Tage nach der Hochzeit reisten die Neuvermählten ab. Der Patienten wegen konnte Charles nicht länger bleiben. Gegen 6 Uhr abends kamen sie in Tost an. Die Nachbarn hatten es sich an den Fenstern bequem gemacht, um einen Blick auf die neue Frau ihres Arztes werfen zu können. Die alte Magd begrüßte sie, und da das Abendbrot noch nicht fertig war, machte Madame einen Rundgang durch das Haus. Sie begab sich ins Obergeschoss und fand das erste Zimmer unmöbliert. Im 2. Raum, dem ehelichen Schlafgemach, sah sie ein Himmelbett aus Mahagoni in einem Alkoven mit roten Vorhängen. In den 1. Tagen widmete sich Madame Bovary allerlei kleinen Veränderungen, mit denen sie ihr Haus zu verschönern dachte. Zunächst nahm sie die Glaskugeln von den Leuchtern, ließ neue Tapeten kleben, die Treppe streichen und im Garten rings um die Sonnenuhr Bänke aufstellen. Sie erkundigte sich sogar nach einem Wasserbecken mit Springbrunnen und Fischen. Der Ehemann, der ihre Vorliebe für Spazierfahrten kannte, erstand einen preiswerten Einspänner mit etwas abgenützten Laternen und gestepptem Leder, der beinahe einem Tilbury glich. Charles war rundum glücklich und zufrieden. Er hatte nun eine Frau, die alle liebten und bewunderten. Eine Mahlzeit zu zweit, eine abendliche Spazierfahrt auf der Landstraße, die Bewegung ihrer Hand über die Haarbänder, der Anblick ihres Strohhutes am Fensterkreuz und noch viele andere Dinge, von denen er nie geahnt hätte, dass sie ihm solche Freude bereiten könnten, verschmolzen nun für ihn zu einem immerwährenden Glücksgefühl. Morgens, so Kopf an Kopf, auf demselben Kissen, sah er die Sonnenstrahlen auf ihren Wangen schimmern, halb verdeckt von den breiten Bändern ihres Nachthäubchens. Aus der Nähe schienen ihre Augen noch größer, besonders wenn sie beim Erwachen die Lider mehrmals hob und wieder senkte. In der Dämmerung waren sie fast schwarz und im hellen Tageslicht von einem satten Blau. Es schien ihm, als ob einzelne Farbschichten aufeinander folgten, die zur Oberfläche hin immer heller würden. Sein Auge verlor sich in diesen Tiefen und er sah sich selbst darin gespiegelt. Dann stand er auf. Als er das Haus verließ, ging sie zum Fenster, um ihm nachzublicken. Eine Weile blieb sie dort, ihren Kopf an das Gesims gelehnt zwischen 2 Töpfen blühender Geranien. Während sie noch mit ihm plauderte, zupfte sie an Blüten und Blättern, blies sie zu ihm hinunter, sodass diese flatterten und schwebten wie ein Vogel in der Luft, Halbkreise beschreibend. Sie verfingen sich in der struppigen Mähne der vor der Tür regungslos wartenden alten Schimmelstute und fielen schließlich zu Boden. Schon halb im Wegreiten warf er ihr einen letzten Kuss zu, den sie erwiderte. So trabte er davon, die Sonne auf den Schultern,
die Morgenluft in der Nase, das Herz voller Freuden der vergangenen Nacht. Befriedigten Leibes und ausgeglichenen Gemüts bedachte er sein Glück wie jemand, der noch nach dem Essen den Geschmack köstlicher Trüffel wiederkäut, die er gerade verdaut. Jetzt würde er ein Leben lang diese hübsche Frau besitzen, die er anbetete. Seine Welt reichte nicht weiter als bis zu ihrem seidenen Unterrock. Er machte sich Vorwürfe, sie nicht noch inniger zu lieben, und sehnte sich nach ihr zurück. Auf schnellstem Wege kehrte er heim, stieg klopfenden Herzens die Treppe hoch. Emma saß gerade an ihrem Schminktisch. Mit leisen Schritten näherte er sich ihr und küsste sie auf den Rücken. Sie schreckte auf. Er konnte es nicht lassen, immer wieder ihren Kamm, ihre Ringe, ihr Halstuch zu berühren. Manchmal gab er ihr dicke Küsse auf beide Wangen oder eine Reihe kleiner entlang ihres nackten Armes. Halb lächelnd, halb gelangweilt, wehrte sie ihn ab, so wie man es mit einem lästigen Kind zu tun pflegt. Vor ihrer Heirat hatte Emma geglaubt, Liebe zu empfinden. Doch als das Glück, das dieser Liebe hätte entströmen sollen, sich nicht einstellte, dachte sie, getäuscht worden zu sein. Und so bemühte sie sich, die genaue Bedeutung der Worte Glückseligkeit, Leidenschaft und Wollust zu ergründen, die in den Büchern so schön erschienen waren. Sie hatte Paul et Virginie gelesen und sich die Bambushütte, den Neger Domingo, den Hund Fidel, vor allem aber die zärtliche Freundschaft irgendeines lieben kleinen Bruders herbeigesehnt, der für sie auf Bäume klettern würde, höher als Kirchtürme, um dort rote Früchte zu pflücken, oder barfuß durch den Sand liefe, um ihr ein Vogelnest zu bringen. Als sie 13 Jahre alt war, fuhr sie ihr Vater in die Stadt, um sie der Obhut von Nonnen anzuvertrauen. Dort, in der Klosterschule, langweilte sie sich keineswegs, im Gegenteil. Die Gesellschaft der frommen Schwestern gefiel ihr. Wenn sie zur Beichte ging, dachte sie sich stets kleine Sünden aus, um mit gefalteten Händen dann im Dunkeln kniend länger verweilen zu können, das Gesicht an das Gitter gepresst und den Worten des Priesters lauschend. Die Gleichnisse vom himmlischen Bräutigam, vom Gemahl und vom Geliebten, die in den Predigten immer wiederkehrten, entfachten in ihrer Seele ungeahnte Wonnegefühle. In jener Zeit steigerte sie sich auch in die Verehrung für Maria Stuart und trieb einen regelrechten Kult mit berühmten oder unglücklichen Frauengestalten wie Jeanne d'Arc, Heloise, Agnès Sorel und anderen. Im Schatten, ohne inneren Zusammenhang, leuchtete dann aber auch die Figur Ludwigs des Heiligen mit seiner Eiche, ein wenig die Bartholomäusnacht, der Helmzier Heinrichs des Vierten und immer wieder die Erinnerung an gemalte Teller, auf denen Ludwig der Vierzehnte majestätisch abgebildet war. In den Liedern, die im Musikunterricht gesungen wurden, war von nichts anderem die Rede als von Engeln mit goldenen Flügeln, von Madonnen, Lagunen und Gondolieren. Es waren Kompositionen, die aber trotz der albernen Worte und der stümperhaften Vertonung die Trugbilder rührseliger Wirklichkeiten erahnen ließen. Die Klosterschwestern, die so sehr von ihrer Berufung überzeugt waren, merkten zu ihrem großen Erstaunen, dass Mademoiselle Rouault sich ihrer Fürsorge zu entziehen schien. Sie hatten sie wohl mit den zahllosen Gottesdiensten, den Einkehrtagen, den Novenen, den Predigten überfordert und ihr zu viele Ratschläge gegeben in Bezug auf die Sittsamkeit des Leibes und das Heil der Seele, dass sie es schließlich den Pferden gleichtat, die man zu straff am Zügel zieht. Sie hielt plötzlich an und die Kandare entglitt ihrem Mund.